Hey, kommt zum nächsten Video hier auf dem Kanal und heute zu einem besonderen Video, denn es gibt mal wieder eine Ankündigung. Ich wollte ja eigentlich gestern hochgeladen haben am Sonntag, aber es sind ein paar Sachen privat dazwischen gekommen. Ich war ja in Deutschland jetzt am Wochenende und dementsprechend konnte ich leider keine Videos machen. Ich denke aber, das ist auch nicht so schlimm. Bundesliga-Analyse zum vergangenen Spieltag gibt es morgen, genauso wie die Prognose zum nächsten Spieltag, der ja auch schon morgen startet, ist die englische Woche. Ich weiß nicht, ob viele von euch mit dem Titel was anfangen können und ich weiß nicht, ob das irgendwer von euch so erwartet hat. Wenn ja, put your hands up in the air. Ich habe es persönlich nicht erwartet, dass ich dieses Video machen würde. Ich hätte nicht gedacht, dass es passieren würde, aber es ist jetzt passiert und ich werde euch jetzt erklären, warum dieser Titel da so steht bzw. was er zu bedeuten hat. Ihr habt mitbekommen, das letzte Mal, als ich ein Statement gemacht habe, war das ohne Gesicht. Es war einfach nur ein Hintergrund und der hat gesagt, was meine Zukunft für mich offenbart im Internet unter dem Synonym MGT, das ich ja mittlerweile verkörpere, beziehungsweise Max Gaming TV, unter dem Namen kennen mich ja die meisten. Ich versuche das Ganze ja von Max Gaming TV wegzudrängen zu MGT hin. Das klappt so semi-gut, aber ja. Ich habe gesagt, ich werde in Zukunft keine FIFA-Videos mehr auf YouTube machen. Ich will mich aus der FIFA-Community ausschließen, beziehungsweise möchte nicht mehr als Teil der FIFA-Community so gesehen werden. Das ist auch weiterhin so ein bisschen so, weil ich nie wirklich Teil dieser FIFA-Community war. Ich hatte nie wirklich was zu tun mit den Sachen oder mit den Aktionen, die gestartet wurden, mit irgendwelchen Kooperationsvideos, mit diesen ganzen Cross-Promo-Sachen und so, die alle gut und schön sind, gar keine Frage. Ja, für die Leute freut es mich. Ich war aber nie Teil davon und ich habe auch nie wirklich sonderlich Wert drauf gelegt. Wie ihr wisst, dafür habe ich immer zu meiner Fresse zu groß aufgerissen, gegen viel FIFA, gegen andere YouTuber, wo ich immer gesagt habe, dass meine Meinung so und so ist, was vielen nicht geschmeckt hat, aber so bin ich halt, ich bin ehrlich. Und das werde ich auch in Zukunft bleiben. Ja, das wird sich nicht ändern. Darauf könnt ihr Gift nehmen, dass ich weiterhin immer ehrlich bleiben werde und euch niemals irgendwie anlügen werde oder Scheiße erzähle. Dementsprechend jetzt auch dieses Video. Wie gesagt, ich habe nicht erwartet, dass es passiert und ich wünsche mir auch ehrlich gesagt, es wäre anders. Aber ja, es wird halt einfach nun mal so kommen. Ich hatte ja geplant, das habe ich in diesem Video angesprochen, nur noch Fußballvideos auf YouTube zu bringen. Halt nur noch über den Real-Life-Fußball zu reden. Über 96 vorzüglich, über die Bundesliga, über die internationalen Ligen, über Wrestling, über Football, über alles, worauf ich Bock habe. Die Vlogs zu machen, die auch weiterhin kommen werden. Der letzte hat sich jetzt so verzögert, weil ich halt eben in Deutschland war und weil ich halt eben keine Zeit hatte zu schneiden, weil Sachen dazwischen gekommen sind. Das hatte ich geplant. Und dazu wollte ich FIFA halt aber trotzdem weitermachen, nur nicht auf YouTube, sondern auf Twitch. Naja, ich habe mir das so ein bisschen von Lukas abgeguckt, also von Schlappi. Beste Grüße gehen an dieser Stelle raus an dich, wenn du dieses Video sehen solltest. Ich heule übrigens nicht. Ich bin nur unglaublich müde, weil ich heute Nacht in einem Hostel geschlafen habe, nur 2 Stunden gepennt habe und ja. Genau. Da hatte ich halt mich nach Bulgarien drauf versteift. Ich werde, sobald ich hier in Durham bin und wohne, wo ich jetzt auch gerade mich wieder aufhalte, Twitch-Livestreams machen. Und ich habe auch damit angefangen schon so ein bisschen, wollte aber zu FIFA 18 jetzt richtig durchstarten. Ihr merkt vielleicht, es ist noch eine Woche bis FIFA 18 released. Und jetzt kommt dieses Video. Warum kommt dieses Video? Ganz einfach. Mit der Connection mit dem Internet, das ich hier habe, vor Ort in Durham, wird es mir nicht möglich sein zu Livestreamen. So leid es mir tut, ich habe es versucht auf meinem Zweitkanal, auf meinem Fake-Kanal, beziehungsweise auf meinem Testkanal. Es ist leider Gottes nicht möglich. Es geht nicht. Ich weiß nicht, ob ich vernünftig online zocken kann, ob ich dafür die Bandbreite habe. An sich ist der Upload gut, an sich ist der Download nicht schlecht, aber es benutzen halt viele einfach dieses Internet. Und dementsprechend muss ich schauen, wie das funktioniert. Der Upload ist auch sehr langsam, muss ich sagen. Also ich habe zu Hause einen schnelleren Upload. Also das dauert weniger lange, obwohl ich von den Werten her einen schlechteren Upload habe. Das ist halt einfach dem geschuldet, dass hier viele wohnen und momentan sind es noch relativ wenige, weil viele ausgezogen sind, weil das akademische Jahr hier in England erst im Oktober startet und erst dann ziehen die Leute hier wieder her, aber das zeigt halt schon, es wird sehr, sehr kritisch mit dem Internet werden und das ist sehr bitter, aber so ist es nun mal, ja. Trotzdem werdet ihr nicht auf mich verzichten müssen. Ich habe mich jetzt entschlossen, ich werde Folgendes machen. Ich werde wieder Videos auf YouTube hochladen und ich werde wieder FIFA auf YouTube machen, aber ich werde es auf meine Art machen. Was ihr erwarten könnt, das werde ich euch jetzt in diesem Video sagen, es ist spontan, dass ich das jetzt gerade hier aufnehme und so aufnehme. Ich habe mir keine Worte zurechtgelegt oder irgendwas, ich spreche hier frei von der Leber weg und das werde ich auch in den Videos machen. Ihr werdet 7-Minute-Squad sehen, ihr werdet Deal With sehen. Das Deal With wird ein bisschen abgewandelt, die 7-Minute-Squads vielleicht auch. Es wird Karrieremodus geben und zwar von einem Drittligisten, ja, den ich zur Spitze führen möchte und noch von einem anderen Team, wo ich einfach auf eure Vorschläge angewiesen bin. Dazu kommt aber nochmal ein gesondertes Video, wo wir darüber sprechen. Allerdings wird dieser Karrieremodus, den ich ja mit Magdeburg, Rostock, Osnabrück, mit wem auch immer mache, ja, auch darüber dürft ihr natürlich abstimmen. Dieser wird in der Art und Weise, wie ich die Dortmund-Karrieremodi gemacht habe, oder den Dortmund-Karrieremodus, durch den ich ja meinen Push, meinen letzten richtigen Push hatte, meinen letzten Hype, sage ich mal. Ich werde dazu, je nachdem, also ich werde erstmal diesen Karrieremodus starten. Ich werde schauen, ob ich noch andere Karrieremodi mache. Wenn ich noch andere Karrieremodi mache, dann werden die in der Art und Weise sein,
Also ich plane den von Magdeburg nicht ganz so zu machen wie den von Dortmund. Guckt euch die Karrieremodus-Videos von True Jordy an, ja, die er auf seinem True Jordy Gaming Channel gemacht hat. So ungefähr will ich das halten mit dem Drittligisten. Der andere Karrieremodus, wenn er kommen sollte, wenn ich da wirklich Bock drauf habe, wenn ich da die Zeit für habe, weil ich studiere hier, ja, ich habe halt nicht unbegrenzt Zeit, dann wird der wahrscheinlich irgendwie ein bisschen was in diesem Sportschau-Stil sein. Weiß ich ja noch nicht ganz genau, ihr werdet sehen. Ultimate Team wird zudem noch ein bisschen anders kommen. Es gibt halt diese beiden Serien, Deal With und es gibt die 7-Minute-Squads. Es wird dazu eventuell mal Challenges geben. Ich habe mir schon so ein paar Sachen überlegt. Ich brauche dafür theoretisch andere Personen, aber das werden wir irgendwie sehen, ob wir das hinbekommen. Vielleicht werdet sogar ihr mit einbezogen, je nachdem. Mal schauen, aber auf jeden Fall wird es so sein, dass ich eine Ultimate Team Serie mache, wie es klassisch mal war. Ein klassisches Ultimate Team Let's Play, ja. Das heißt, ich werde einfach, wenn ich mich hier hinsetze und zocke, wenn ich Bock habe, ihr werdet nicht alles mitbekommen. Ich werde immer Updates geben, was passiert ist, was ich gemacht habe, aber ihr werdet nicht alles sehen. Ich werde aber, wenn ich einfach Bock habe, was aufzunehmen, mich hier hinsetzen ein paar Stunden und die Highlights davon zusammenschneiden, ja, und das dann sozusagen als Let's Play machen. Wir werden Spieler testen, wir werden Squads testen, Weekend League spielen, Squad Building Challenges, vielleicht Pack Openings, auch wenn ich das nicht plane, weil ich nicht eigentlich Geld großartig in das Spiel investieren möchte, weil ich halt die PS4 habe und die Xbox habe. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Ich weiß noch nicht, auf welcher Konsole ich mich hauptsächlich aufhalten werde. Ich denke mal auf der Xbox, bin mir aber halt wie gesagt noch nicht sicher. Ich denke mal, Ultimate Team wird tatsächlich fast schon eher auf der PS4 sein. Und das andere auf der Xbox, wie gesagt, ich muss es gucken, ich weiß es noch nicht. Karrieremodus wird auf der Xbox sein, denke ich. Ja, wie gesagt, ihr werdet sehen. Lasst euch überraschen, auf jeden Fall, genau. So viel dazu. Das sind meine Pläne für FIFA 18, für hier allgemein YouTube, wie es weitergehen soll. Es wird eventuell Madden-Videos geben, je nachdem. Ich kriege Madden jetzt mit meiner PS4 zusammen. Muss ich mal schauen, wie ich das mache. Seid gespannt einfach. Ich denke mal, wir werden eine gute Zeit zusammen haben. Ich denke mal, wir werden Spaß haben und ich werde nur Sachen machen, die mir Spaß machen. Wenn ich keinen Bock auf 7-Minute-Squads habe, kommen keine 7-Minute-Squads. Wenn ich keinen Bock auf Deal With habe, kommt kein Deal With. Ich bin auch momentan, weil ich ja so eine lange Pause jetzt gemacht habe, weil ich ja FIFA 17 wirklich so gar nicht gespielt habe, gerade Ultimate Team nicht, recht motiviert eigentlich und hab Bock. Ja. Ob sich das widerlegt, werden wir sehen. Aber wir haben ja noch andere alternative Videos, die werden auch weiterhin kommen. Bundesliga-Analyse, Bundesliga-Prognose vor allem. Und ja. Dann hoffe ich, dass ihr darauf Bock habt, dass euch das gefällt. Checkt gerne mal die Links in der Beschreibung aus. Ja, da gibt es jetzt schon natürlich den Link weiterhin zu IG Vault. Auch da könnt ihr mich in Zukunft weiter unterstützen. Ich würde mich tierisch darüber freuen, wenn ihr das tut. Euch da die Coins sichert über meinen Link. Natürlich gibt es da auch PSN-Guthaben, Microsoft-Guthaben und so weiter und so fort. CSGO, Rocket League, alles, was das Herz begehrt. Und wenn ihr über meinen Link kauft, bin ich ja ehrlich, wisst ihr ja, kriege ich davon Provision und das würde mich sehr freuen, weil mich das halt unterstützt. YouTube ist von Werbeeinnahmen her nicht mehr so toll, das wisst ihr, denke ich mal, auch. Das heißt, dass IG Vault mich da so ein bisschen mit unterstützen würde natürlich. Und es wäre einfach schön, wenn ihr das sozusagen, ja, nutzen würdet. Ja, wenn ihr sowieso kauft, warum nicht über meinen Link? Da bin ich auch ehrlich, klar, ich verdiene damit Geld. Ja, aber ich denke mal, das ist nicht schlimm für den Aufwand, den ich betreibe, für den Aufwand, den ich betreiben werde. Und ich glaube, ihr wisst das auch, ich lade nur Videos hoch, die ich selber gut finde oder auf die ich Bock habe. Und die müssten dann eigentlich eure Unterhaltung, müssten eigentlich auch gut sein. Gerade für die Leute, die schon länger dabei sind, die kennen mich. Vielleicht werden wir wachsen, vielleicht werden wir nicht wachsen, vielleicht werden wir kleiner. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall ist das der Stand der Dinge. Und ich hoffe, dass ihr mich bei diesem Projekt unterstützt und ich hoffe, dass ihr am Ball bleibt. Wenn es der Fall sein sollte und es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Nächste Woche geht es dann los mit FIFA. Sobald ich Early Access habe, davor wird es halt eben weiterhin Bundesliga geben. Vielleicht sogar Demo. Mal sehen, ob ich davon was zeige. Aber ich denke mal, davon habt ihr auch schon genug gesehen. Und ja, gut, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag an dieser Stelle. Passt auf euch auf. Bis dann, macht's gut, haut rein. Und ciao.